Heidrun Blum hat jetzt das Wort für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, Herr Ramsauer, mit Ihrer Rede, die Sie eben hier gehalten haben, haben Sie Ihre einzige Qualifikation gezeigt, nämlich Streichorgien als Erfolgsgeschichte zu verkaufen. Das nimmt Ihnen aber niemand mehr ab. Es scheint, wenn man die Debatten der letzten Monate und auch heute Revue passieren lässt, dass eine große Übereinstimmung herrscht in diesem Hause, was die Bewertung der Städtebauförderung betrifft. Eine einzigartige Erfolgsgeschichte, so auch Herr Ramsauer heute, hört man allenthalben und niemand widerspricht. Politiker aller Parteien übertreffen sich geradezu ihre lobenden Wertungen der Städtebauförderung insgesamt und ihre Einzelprogramme. Und in der Tat, es ist beeindruckend, welche wirtschaftlichen und sozialen Effekte die Städtebauförderung des Bundes in den vergangenen 40 Jahren in den Städten und Regionen ausgelöst und angestoßen hat. Die einzelnen Programme der Städtebauförderung haben sich als effektive und vor allem auch lernende Konzepte bewährt, in denen die Kommunen zielgenau und bedarfsgerecht agieren konnten. Und was ebenso wichtig ist, die Programme haben sich darüber hinaus als äußerst wirtschaftsfördernd erwiesen. Nun trauen Sie mir das vielleicht nicht zu, aber ich möchte gerade auf diesen Aspekt etwas stärker eingehen. Wo sonst hat man eine Investitionseffizienz von 1:7 oder zu 8 oder zu 11? Diese Wirkungsquoten werden durch das Bauministerium ja explizit auch noch mal bestätigt mit den Zahlen für 2011. Und selbst die bei gekürzten Mitteln sind beachtlich. Aus 455 Millionen Euro Bundesmittel werden durch die Kofinanzierung der Länder 910 Millionen und daraus wiederum entstehen gesamtwirtschaftliche Effekte durch Kommunen, kommunale Anteile und Privatinvestitionen in Größenordnungen von 6,6 Milliarden Euro. Die Beschäftigungswirkung in Höhe von 152.000 Erwerbstätige im Jahr zusätzlich. Die Bruttowertschöpfung in Höhe von rund 7,9 Milliarden Euro. Die Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 1,6 Milliarden Euro. Und Steuereinnahmen von rund 1,4 Milliarden Euro. Davon 658 Millionen für den Bund, 603 Millionen für die Länder und 117 Millionen für die Kommunen. Das kann doch eigentlich auch ein Finanzminister zusammenzählen. Hier muss sich doch jedem die Frage aufdrängen, warum um alles in der Welt will die Bundesregierung auf diese volkswirtschaftlichen Effekte verzichten? Warum schmälert sie seit Jahren die finanzielle Basis für Wirtschaft und Sozialsysteme? Denn im Umkehrschluss bedeutet diese Rechnung doch, dass die Kürzung der Städtebauförderung zu einem vielfachen Einnahmeverlust an Steuern und Sozialbeiträgen führt. Die Kürzung mit Zwängen der Haushaltskonsolidierung zu begründen, ist angesichts solcher Zahlen geradezu grotesk. Die Städtebauförderung ist kein Subventionsprojekt. Sie ist auch ein einzigartiges Haushaltskonsolidierungsprogramm. Von 2009 bis zum Haushalt 2012 hat die Bundesregierung die Städtebauförderung gegen jegliche wirtschaftliche Vernunft Jahr für Jahr zurückgefahren. 570 Millionen Euro noch im Jahre 2009, dieses Jahr 455 Millionen und geplant für 2012 nun doch 410 Millionen Euro. Das Eckwertepapier mit 266 Millionen ist damit offensichtlich überwunden. Besonders gravierend und zugleich bezeichnend für die Denkweise der Bundesregierung ist die massive Kürzung des Programms Soziale Stadt. Und auch wenn Sie jetzt feiern, auf die 28 Millionen dieses Jahres etwas draufgelegt zu haben, ist es immer noch nicht das, was wir in den Kommunen für dieses Programm brauchen. Begleitet von einer kompletten Sinnentleerung dieses Programms durch die Vorgabe, Fördermittel nur noch investiv zu verwenden. Und ich finde es schon schizophren, Herr Minister, wenn Sie hier davon sprechen, dass Sie mit dem Programm Soziale Stadt, das nur noch in Beton gehen soll, integrativ tätig werden wollen. Ich bin nicht sicher, ob das funktionieren kann. Begleitet von einer kompletten Sinnentleerung ist es also aus unserer Sicht völlig fehl. Die Neubezeichnung dieses Programms für 2012, Soziale Stadt, Investitionen im Quartier, bedeutet also ein Festhalten an ihrer Denkweise. Dabei hat sich gerade dieses Programm als Instrument bei der sozialen Stabilisierung benachteiligter Stadtquartiere bestens bewährt und seine Bedeutung keinesfalls verloren. Ganz im Gegenteil, angesichts der drohenden und vielerorts bereits weit fortgeschrittenen Segregation in deutschen Städten ist genau dieses Programm das geeignetste Instrument, um gegenzusteuern. Nach all dem
ist das Unverständnis nur allzu gut nachvollziehbar, dass aus den Beschlüssen und der Resolution der Bauministerkonferenz vom 28. Juni dieses Jahres spricht. Einstimmig hat die Konferenz beschlossen und die Bundesregierung aufgefordert, die Zusagen des Koalitionsvertrages aus 2009 einzuhalten, die Städtebauförderung ab 2012 mindestens auf 535 Millionen Euro anzuheben und auf diesem Niveau zu verstetigen. Gemessen an den Zielsetzungen der Bundesregierung, Energie einzusparen, CO2-Ausstoß zu verringern und die Sanierungsquote im Gebäudebereich zu verdoppeln, scheinen selbst die im Antrag von SPD und Bündnis 90 Grünen aufgerufenen 700 Millionen jährlich noch gar nicht zu reichen. Sei es drum, die Bundesregierung liefert uns dieses Jahr dasselbe Schauspiel wie 2010. Zunächst wird in den ersten Kabinettsrunden zum Haushalt die Städtebauförderung halbiert, dann wird die Halbierung wieder halbiert und dann wird die Halbierung der Halbierung mit großem medialen Getöse als Aufstockung verkauft. Wem wollen Sie hier eigentlich für dumm verkaufen? Da waren die Bauminister dieses Mal schlauer, Herr Ramsauer. Sie haben Ihre Sondersitzung rechtzeitig abgehalten und Ihnen diese Trickserei damit diesmal verdorben. Die Bauminister haben auf ihrer Konferenz eine zweite Forderung aufgemacht, nämlich die vorgesehenen Mittel für das Programm der KfW-Bankengruppe zur energetischen Stadtentwicklung in die bewährte Systematik der gemeinsamen Städtebauförderung einzugliedern. Mit Kostenanteil 30% für den Bund, 30% für das Land und den Rest für die Kommunen. Was Sie aber machen mit der KfW-Förderung, ist eine reine Kreditfinanzierung. Ich will Ihnen sagen, viele Kommunen bekommen überhaupt keine Kredite mehr. Ihre Innenminister sagen also, Kreditgenehmigungen sind nicht mehr drin. Und selbst wenn Sie sie noch aufnehmen könnten, ist diese Variante in jedem Fall die teurere, weil Sie den Kredit nicht nur zurückzahlen müssen, sondern ihn auch verzinsen müssen, wenn auch günstig. Schließlich fordern die Bauminister, die Länder sowie die Städte und Gemeinden zukünftig und intensiver in die Planung der Bundesfinanzhilfen einbezogen zu werden. Auch diese Forderung unterstützen wir. Alles in allem sind wir der Auffassung, dass die Bauminister der Länder mit ihren Forderungen und damit ihrer Resolution nicht überzogen haben. Wir unterstützen das Anliegen, das die Sonderkonferenz mit der Resolution vorgetragen hat, und wir haben deshalb diese Forderungen und der Resolution zu einem Antrag zusammengefasst, der hier vorgelegt ist, und hoffen auf Ihre Einsicht und Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank.